Hallo, liebe Modellbahnfreunde, endlich gibt es wieder was Neues von mir. Und zwar habe ich heute mal, präsentiere ich euch diese Transportkäfige von der Digitalzentrale. Die sind jetzt hier speziell für Spur TT. Ich glaube, die gibt es auch in anderen Spuren. Die sind im 3D-Druckverfahren hergestellt, sind sehr robust und genial durchdacht. Die klappt man so auf hier, zum Beispiel. Dann hat man hier die Spalten drin als praktische Spur. Ne? Entwickelt, wie gesagt, hat es die Digitalzentrale. Wer genau, weiß ich nicht. Ich nehme mal an, dass das der Yves war. Und ich bin in Leuna darauf gestoßen, weil ich dort was brauchte von der Digitalzentrale und habe das dann dort, bin darauf aufmerksam gemacht worden und habe mir das dann erklären lassen und habe gesagt, ja, das möchte ich auch haben. So, man kann hier Lokomotiven reinstellen. Ich nehme mal jetzt stellvertretend einfach eine Dampflokomotive. Ihr seht schon, das ist eine 58, dazu später mehr. Das gibt dann einen zweiten Film extra, ganz speziell für diese Lokomotive. Da habe ich auch noch was dazu zu sagen. So, der Moosgummi hier, der hier drinnen sitzt, der wird der Moosgummi, der hier angeklebt ist, der ist sehr, sehr weich. Der tut auch Anbauteilen überhaupt nicht. Also ich habe das ausprobiert hier. So, wird er zugemacht. Und ich habe es nicht geglaubt, der Yves hat das Ding einfach auf den Kopf gestellt. Passiert nichts. Seht ihr das? Die Lokomotive sitzt ganz fest drin. Und also das ist eine geniale Transportgeschichte, wenn man mal zu einer Modelleisenbahnausstellung will oder bei einem Bekannten, wo man mal mitspielen will oder zu einer Ausstellung oder wie auch immer, Stammtisch, keine Ahnung. Oder einfach die Dinger bloß unterbringen will. Hervorragend. Also so eine gute Idee. Und wie gesagt, das gibt es auch sicherlich in anderen Größen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da wette ich fast. So. Wie gesagt, also zu dieser Lokomotive sage ich dann später nochmal, machen wir einen zweiten Film. Die Dinger hier, die gibt's in, also ich habe hier zwei solche Kästen. Hier, ihr seht schon, hier sind auch noch Lokomotiven drin. Das sind jeweils 9 solche Käfter hier, die kann man hier rausnehmen aus dem großen. Sieht aus wie so ein Besteck. Kasten hier von Geschirrspüler, aber so in etwa ist das ja auch. Ne? Und da dafür gibt es dann große Kisten, die werden direkt mit also angeboten. Und an den Kisten, das sind hier Laschen. Da kann man sich, wenn man das möchte, irgendwie ein paar Bänder dran machen, damit man die, wenn man die gestapelt hat in einer Kiste, leichter rausziehen kann. So. Sehe ich das. Hat mir zwar so niemand gesagt, aber ich nehme mal ganz stark an, dass das so vorgesehen ist. Ja. Derjenige, der das entwickelt hat, kann ja dazu einen Kommentar schreiben. So, ja, ich habe 2 von diesen Transportkisten hier. Die sind stapelbar. Und dann kommen die hier, wie gesagt, in so einen Kasten. Ja, den habe ich auch dazu bekommen. Hier. Buff. So, in so einem Kasten hier. In so einer Stapelbox. Werden die drin gelagert, da sind sie staubsicher, transportsicher und so weiter und so fort. So, ich habe auch mal mit verschiedenen Waren probiert. Was ich gesehen habe, dort, die Dinger gibt es auch vom Prinzip her 2 hintereinander. Also in der Länge gibt es die auch noch hier. Also muss man sich so vorstellen. So, in der Länge, die kann man dann im Ganzen aufklappen und da kann man schon sogar ganze Züge reintun. Also absolut genial. Ich finde das genial, was da gemacht wurde. So, und da habe ich gesagt, ne, das musst du jetzt mal den Leuten erzählen. So, in dem Fall hier habe ich mal 2 Güterzugwagen eingespannt. 2 Kesselwagen, neue vom Tillich. Und hier, da kann man im Prinzip mit dem ganzen Zug hier klein einfahren. Also 2 Kesselwagen
vier Achse in dem Fall, das funktioniert. Und die kann man auch, die werden auch eingespannt, die halten dann hier an den Dingern und gerade so, also bei Kesselwagen ist es immer ein bisschen schwieriger. Da könnte man, wenn man das möchte, irgendwie ein Stückchen Schaumgummi dazwischen legen. Hier, oder einen zweiten Gummi ankleben, aber das soll ja aber rausrutschen tun sie auch nicht hier. Ne, also so ist das nicht. Seht ihr das? Ne, also das, da passiert nichts. So, die sind nicht ganz so feste drin wie die anderen Fahrzeuge, weil der Kessel eben schmaler ist meistens und die werden vom Prinzip her nur hier an den Bühnen, an den Trittbühnen gehalten. So, wenn man jetzt das, ich sag mal, ja, ich will es mal so sagen, wenn man die jetzt, ein Stückchen Schaumgummi könnte man jetzt hier, ich habe jetzt bloß keins, oder habe ich eins? Ich gucke mal fix. Da könnte man hier ein Schaumgummi, wenn man das zuklappt hier, zack, dazwischen stecken hier, so, bup, und da hält das auch, da passiert auch nichts. Ich gucke mal, ob ich was habe. Wartet mal, bleibt mal dran. Genau. So, ich bin wieder da. Habt ihr jetzt lange genug geworden. So, wenn man da hier so ein Stück Schaumgummi nimmt, hier so, meinetwegen, schneiden wir ab. So, und da kann man sich jetzt hier zwei solche Stückchen machen. Und die legt man dann einfach hier so zwischen die Wägelchen. So, und da kann man die auch einklemmen, die Wagen. Ne, also, und auf der anderen Seite auch. So, wenn man das unbedingt will. So, ne? Hier, das seht ihr. Dort. Hier. Und da. Und da passiert dem Wagen überhaupt nichts. Also, bei einem Kesselwagen ist es ein bisschen schwieriger. Entweder man klebt die Dinger doppelt, aber da ist man dann immer darauf angewiesen, dass man eben auch wirklich die Kesselwagen hier drin praktisch verstaut. Aber wenn man da sich solche kleine Stückchen schneidet, die kann man einfach mit in die Kiste mit reinlegen. Wenn man da doch mal irgendwie solche Kesselwagen verlasten will, da macht das Sinn, irgendwie die Dinger mit. So, mit dazwischen zu machen. So, ich mache das gleich, ich lege die gleich hier mit rein. So, ja, also Digitalzentrale, ich verlinke euch das mal unter dem Video, wo die Bezugsquelle ist. Und ich bin mir sicher, wenn ihr dort ein bisschen stöbert, gibt es die auch noch in anderen Spurgrößen. Also, ich wollte euch das mal erzählen, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ist eine geniale Transportsache und, Naja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ich mache mich dann an den Umbau. Der 5830. Da sage ich auch mal meine Gedanken dazu, die zum größten Teil, also eigentlich fast nur positiv ausfallen, bis auf zwei, drei Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind, die ich eventuell anders gestaltet hätte. Genau. Aber das ist Thema des nächsten Films. Ja, also, wir fassen zusammen. Transportsicherung von der Digitalzentrale ist ein wunderbares Transportsystem, welches natürlich jetzt noch ausbaufähig ist. Da ist ja jemand auf die Idee gekommen, Modellbahnfreund, und sagte, ne Mensch, man könnte ja hier auch das gleich mit entweder ein Schienenprofil einziehen oder irgendwie stromführend machen, also hier drin. Da könnte man die zum Beispiel bei Modultreffen oder Modellbahnausstellung, wenn man am Ende der Module ist, einfach oder zum Transport einfach die Lokomotiven gleich reinfahren. Ne? Also stromführend machen und reinfahren. So, gut. Ja, Idee ist gut.
Umsetzung müsste man sich überlegen, wie es gemacht werden kann. So. Na dann. So. Und wie das so ist, auf gelungene Leistung, ne, da kackert der Henne. Ja. Und heute gibt es keinen obligatorischen Kräuter, sondern, ich zeige es euch jetzt, was ganz anderes. Ha, das hat mir jemand mitgebracht. Und zwar einen Köder. So. Und heute Abend gibt es einen Köhm. Den hat mir jemand mitgebracht vom Norden. Und den lasse ich mir jetzt schmecken und dann lade ich euch den Film hoch. Und dann gehen wir ins Bett. Morgen ist auch wieder ein Tag. Bis dahin, euer René. Und da gibt es dann die Geschichte mit der 58. Ciao, ciao. Oh, das Zeug halt rein. Tschüss.